Hi Didiho, und hier sind wir wieder mit The Forest. Hier, wo wir die letzte Folge aufgehört haben, eigentlich direkt danach, machen wir jetzt auch weiter. Wir waren auf der Suche nach genau diesen Flaschen, damit wir uns gegen die Wilden verteidigen können. Und haben natürlich noch jede Menge Stuff gefunden. Jetzt muss ich mich noch etwas beeilen, dass ich in mein Lager komme, denn es wird Nacht. Und die Nacht ist in diesem Spiel nicht zu unterschätzen. Denn dann werden die Wilden erst richtig aktiv. Es gibt auch noch keine Schnellfunktion zum Wechseln der Waffen. Aber ich denke, das kommt irgendwann noch. Tennisball? Ich muss sagen, ich hasse mittlerweile die Tennisbälle sehr. Also überall dort sind, wo hätten auch was Sinnvolles drin sein können. Man sieht, dass man erst wegwerfen muss. Schnell alles einsammeln. Es gibt verdammt viel Stuff hier gerade. So, noch ein Stuff. Ich frage mich allerdings, wie die ganzen Koffer hier hingekommen sind. Okay, es war ein Flugzeugabsturz. Letzten Endes. Aber bis hierhin. Okay, da ist auch ein Boot. Also sind wir nicht die Einzigen, die bis jetzt hier hingekommen sind. Da liegt eine Leiche. Okay. Ich werde jetzt zurückgehen. Kann ich die Steine raufsammeln? Ja. Nein, kann ich nicht. Und schlafen gehen. Das Geld nehme ich mit. Looten und leveln, ne? Na komm schon. Meine Energie ist recht niedrig, aber das kann ich an der Nacht eh beheben. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht unbedingt von denen schon behelligt, sondern kann einfach nur eine Nacht schlafen. Das wäre sehr von Vorteil. Ansonsten wird das eine sehr, sehr anstrengende Nacht. Ich weiß gar nicht, wie weit man raus kann. Ich möchte es eigentlich auch nicht testen. Ich war schon ein bisschen im Wasser unterwegs. Hab dort ein paar Zelte und so schon mal gefunden. Mit denen kann man aber leider noch gar nichts machen. Ich denke, das kommt noch. Sind wir auch schon wieder in unserer Heimatbasis. Ich frage mich, ob ich hier jetzt noch was pflanzen muss oder ob das dann von alleine. Oh nein, da wächst bereits was. Ah, Heilkräuter. Sehr schön. So, jetzt schlafen wir und speichern damit automatisch. Yay. Okay, die Sonne geht. Geht die Sonne wieder auf? Oh, bitte lass die Sonne wieder aufgehen. So, unsere erste Wand steht. Ist eine Basic Wall, wie auch immer die aufeinander halten. Das sei jetzt mal dahingestellt. Die andere ist ein bisschen hübscher. Ich kann jetzt noch keine Wilden ausmachen, also bauen wir einfach mal ganz schnell weiter. Dass sie auch gar keine Gelegenheit bekommen, uns zu erwischen. Ich werde jetzt sehr viel Holz brauchen. Ich frage mich nur, ob es schon sinnvoll wäre, Fallen zu errichten, aber ich denke, wenn die nur aus einer Richtung sind, dann kann ich mich ganz gut meine Haut erwehren. Und Bären. So. Oh. Oh. Verzeihung. So, eine weitere Basic Wall, die wird sich hier jetzt gerade nicht anreihen. Schade eigentlich, mit den anderen geht das. Kann ich jetzt noch durch hier, ja. Aber es sollte dann nicht mehr gehen. Und da waren sie auch schon wieder. Wie dem auch sei. Ach, da hinten. Es scheinen größere Mengen zu sein, das ist weniger schön. Größere Mengen kann ich nämlich auch nichts ausrichten. Ich habe noch keine Leuchtpistole, die übrigens im späteren Spielverlauf dann bekommt. Ist recht praktisch, weil ihr damit einfach die Gegner one-hitten könnt. Genauso wie mit einem Molotow-Cocktail. Allerdings ist das Zielen, glaube ich, etwas einfacher. Sind diese blöden Dinger schon ein bisschen nach hinten gerollt? Ich werde dann noch irgendwann noch ein paar mehr Felder anlegen. Die sind meine Lebensversicherung. So. Die Wilden scheinen mich jetzt langsam sicher zu bemerken. So, wollen wir hier noch fix so eine Wand hin. Ignorieren die Wilden einfach mal ganz gekonnt. So.
Vielleicht ignorieren sie uns ja auch. Ich glaube nicht dran. Der Vorteil hat, dass wenn man viele Bäume abholzt, man kann sich besser umgucken. So. Die scheinen es wirklich zu ignorieren. Praktisch. Können wir weiter Holz hacken. Und ich hacke Holz. Dieses Geräusch kündigt übrigens immer an, wenn die in der Nähe sind. Das sind diese seltsamen Typen mit ihren blöden Scheinwerfern. Keine Ahnung, was sie da benutzen. Ich vermute, es sind irgendwelche Taschenlampen. Und die rufen vor Stärkung. Das ist äußerst nervig. Oh oh. Und da haben sie mich auch schon entdeckt. Und jetzt nehme ich die Mollys und habe zwei. Jetzt muss ich auch wirklich zielen. So, nein. Jetzt in den Tag gehen, das rausholen. Probieren am Leben zu bleiben. Jetzt in den Tag gehen. Heilungszeug habe ich natürlich nicht. Warum auch? Aber hier waren Heilkräuter. Hopp, 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 hopp. Die heilen mich natürlich nicht instant. Warum nicht? Okay. Zuletzt hatte ich Medizin. Ich dachte, das wären die Heilkräuter gewesen. Aber wenn die mich nicht sofort heilen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also in der Panik kann ich sie nicht benutzen. Okay. Kombinieren wir. Ich würde gerne mehreres auf einmal kombinieren. Das Spiel läuft übrigens weiter, während sie genau das hier macht. Das ist immer so gefährlich. Und Heilkräuter. Ich kann sie jetzt gerade gar nicht ausmachen. Hier sind die Federn, habe ich 8, kann ich nicht. Batterien. Can use for crafting, ich kann sie nicht benutzen, na gut. Survival Guide? Okay, Heilkräuter jetzt noch nicht. Naja, muss ja auch nicht, ne? Man kann ja Bären essen. Naja. Verdammte Stöcke, jetzt habe ich echt viel davon. Ich werde dann doch mal irgendwas herstellen. Gut, anscheinend regeneriere ich mich auch. Sehr, sehr schön. Bauen wir doch mal irgendwas mit Stöcken. Wie zum Beispiel. Für die Fallen habe ich dann immer viele gebraucht. Ein Boot kann ich übrigens bauen. Das hier. Was ist das? Das ist neu. Wozu? Soll das die abschrecken? Ich finde es sehr abstoßend, okay, aber. Brauche ich noch ein paar Körperteile? Sehr creepy, sehr creepy. Wo kriege ich denn. Hatte ich hier nicht einen erwischt? Oh, da ist ja noch so ein Pappkamerad, der rennt jetzt einfach los. Ja, ich brauche dein Körperteil. Nicht? Na gut, dann nicht. Unhöfliche Leute hier. Kann man einmal, dass sie irgendwas für einen spenden und dann rennen die einfach weg und tun so, als wären wir gar nicht da. Ob das sie vertreibt oder welchen Zweck das erfüllt. Jetzt habe ich natürlich schon eine ganze Menge Baumstämme im Wasser. So weit, so gut. Laufen, laufen, laufen. Und jetzt werden wir uns mal nach vorne hin absichern. Da hinten sind nämlich schon wieder welche, die wir noch nicht locker lassen. Ob die hier drauf klettern können? Das ist natürlich richtig beschissen. Ich hoffe nicht, dass sie sowas können. Aber ich habe sie auf Bäume klettern sehen. So ist es nicht. Also irgendwas in die Richtung scheinen sie doch drauf zu haben. Zumindest den Baumstamm. Und den Baumstamm. Und schnell wieder zurück. Ich müsste mir Bäume einfach mal fällen. Das Ganze ist schneller gehen. Nee, das waren nur Vögel. Ich muss sagen, man wird paranoid ein bisschen im Spiel. Das
könnte jederzeit irgendwo was auftauchen. Warte Gott, stimmt das? Bist du kein Baum? Nein, bist kein Baum. Die können wirklich hinter dir auftauchen. Und dann sind die auf einmal da. Das finde ich noch nicht so schön. Ich finde es schöner, wenn man die doch wenigstens kommen sieht. Und nicht, man dreht sich um. Dreht sich nochmal um und da sind sie auf einmal. Habe ich nicht gerade irgendwas gesehen? Ja, hat. Sehr, sehr toll. Die rennen nämlich wie die Verrückten. So, das. Oh. Jetzt muss ich mich irgendwie... Oh. Natürlich haben sie mich jetzt erwischt. Oh. So, mal gucken, ob das selbe passiert, was beim letzten Mal passiert ist. Ja. Wenigstens das ist gleich geblieben. Es scheint ein fester Bestandteil des Spiels zu sein, dass wir einmal erwischen am Anfang. Es ist wirklich immer noch ein sehr creepy Ort. Ein sehr gruseliger Ort einfach. So, dort ist mein Homebase, aber dafür gibt es hier etwas, was wir ganz dringend brauchen. Das jetzt nicht unbedingt, aber dieses hier. Denn nur damit können wir uns sinnvoll verteidigen. Mit der Axt ist zwar ganz nett, aber die macht einfach nicht genug Schaden, als dass wir im Nahkampf irgendwie eine Chance hätten. Oh, ich bin ja fast tot. Hier ist Medizin, das ist sehr praktisch. Hier ist die Rusty Axe. Wo ich immer noch nicht weiß, wo jetzt die Vorteile von dieser zu den anderen sind. Vielleicht ist sie aber wirklich besser, was den Schaden angeht. So. Die Grafikfehler sind nicht mehr so schlimm. Das ist sehr schön. Und ich hoffe, ihr seht jetzt auch ein bisschen mehr. Ich könnte aber auch einfach die Taschenlampe benutzen, die ich habe. Das ist schon. So, ich muss jetzt hier auch, denke, irgendwie raus, weil letztens sind hier tatsächlich Gegner drin gespawnt. Geht. Ich weiß noch nicht, wozu ich es gebrauchen kann, aber besser mal als man hätte. Vielleicht wird es ja irgendwann wichtig. Wenn nicht zum Handeln, dann als Rohstoff zum Herstellen von, keine Ahnung, irgendwas. So, ich glaube, hier war der Ausgang. Zumindest hoffe ich das erstmal. Aber es sieht ganz danach aus. Hier oben geht's raus. Ja. Wenn ich jetzt nicht in meinen sicheren Tod renne, geht es hier oben raus. Ah, hier hängen nämlich auch noch ein paar. Ich weiß gar nicht, wo es dort unten hingeht. Ich möchte es gerade auch nicht wissen. Hier ist nochmal so eine rostige Axt. So ein blödes Symbol von denen. Ah, so, jetzt ruckelt es etwas. Und dann sind wir auch zum Glück wieder hier. Jetzt fix zur Heimatbasis. Ich muss noch herausfinden, wie ich diese medizinischen Kräuter irgendwie für mich nutzbar machen kann. Vielleicht kann ich die ja mit Hilfe der Flaschen irgendwie zusammensetzen. Und dann so eine Art Heiltrank machen. Oh, da ist ein Dorf von denen. Das sind giftige Bären, mit denen kann ich auch nichts anfangen. Das Dorf möchte ich jetzt ungern. Was ist das denn hier? Only Leaves. Damit können wir nichts anfangen. Was eigentlich schade ist. Oh, Bären. Ob ich, wenn ich dich zerhacke, ob ich da irgendwas bekomme?
was ich dann anbauen kann. Und da läuft auch schon wieder unser Timer ab. Und da sind wir an der Heimatbasis angekommen. Das ist sehr gut. Wir überziehen noch kurz, bis wir dort angekommen sind. Und da sind wir. Ich hoffe, wir werden jetzt ein Stückchen länger in Ruhe gelassen. Und ich kann hier noch irgendwas anbauen. Weil oh, Moment. Aha, ich kann also wirklich nur Heilkräuter erstmal anbauen. Meine Taschenlampe ist noch an. Bei der Zeit scheint hier nichts zu wachsen. Das ist schade. Nun gut, damit würde ich mich für diesmal verabschieden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und da bauen wir unsere Festung zu Ende. Und wenn nochmal die Wilden kommen, dann treten wir den ordentlich in den Hintern. Also dann, bis zum nächsten Mal.